Wir sind in New York und wir spielen Wer kommt höher? Aber in Manhattan. Mit dabei ist Levin. Was geht, was geht? Wir haben 3 Stunden Zeit, in New York den höchsten Punkt zu erreichen. Der Gewinner bekommt ein richtig geiles Steak. Dafür werde ich mich anstrengen, Freunde. Damit es aber für uns beide nicht so einfach wird, haben wir nur $25, die wir ausgeben dürfen. Heißt, wir können uns jetzt kein Ticket für das höchste Gebäude einfach direkt kaufen. Haben gewonnen. Wir müssen uns irgendwie reinsneaken. Ich würde sagen, Levin, die 3 Stunden starten jetzt. 3, 2, 1, let's go! Okay, Leute, es geht los. Wir haben jetzt 3 Stunden Zeit, in New York den höchsten Spot zu finden. Ich habe schon einen richtig, richtig guten Plan. Denn ich werde es versuchen, als allererstes mich auf das höchste Gebäude in New York zu sneaken. Und das ist das One World Trade Center. Laut Google das höchste Gebäude auf jeden Fall. Vielleicht gibt es mittlerweile auch schon höheres, was nicht auf Google steht. Das Problem ist, wir kommen mit unseren $25 mit weit. Das kostet safe 40, 50 Euro, um da auf die Viewing-Plattform zu kommen. Deswegen müssen wir halt versuchen, entweder uns rein zu sneaken oder lieb zu fragen. Das haben wir ja schon in London versucht. Falls ihr es gesehen habt, schaut das Video auf jeden Fall auch hier an. Okay, Freunde, wir haben schon einen kleinen Plan. Also erstmal sind wir natürlich hier auf der Brooklyn Bridge. Johannes ist direkt weggelaufen von der Brooklyn Bridge. War jetzt nicht so smart, weil wir gehen mal in die Mitte. Ich glaube, die Brooklyn Bridge ist so circa 40 Meter hoch, dann haben wir schon mal etwas. Und dann werden wir mal überlegen, ob wir gucken, dass wir hier vielleicht irgendwie umsonst zu irgendwelchen Aussichtspunkten gehen können, wenn es das gibt. Sonst gibt es auf jeden Fall noch einen Notfallplan, aber den erzähle ich euch erst später. Ich habe auch gesehen, dass 90% der Leute, die die Videos regelmäßig gucken, diesen Kanal nicht abonniert haben. Deswegen lasst doch mal ein Abo da. Bei 300.000 Abonnenten werde ich ein komplettes Fußballstadion mieten in Deutschland. Schreibt also euren Lieblingsverein in die Kommentare, lasst ein Like da und ich würde sagen, weiter geht's mit dem Video. Da müssen wir jetzt hin. Wir holen uns jetzt erstmal ein Uber. Uber-Kosten werden nicht mit reingezählt in das Ganze. Also wir können so viel Uber fahren, wie wir wollen. Ich glaube, eine Uber-Fahrt wird das komplette Budget schon sprengen. Wir haben Geld, um hochzukommen. Theoretisch können wir auch irgendwie den Security-Mann bestechen oder so. Kann er sich Trinkgeld verdienen und sagt, ja, komm, wir gehen hoch. Aber ich denke, wenn wir das nicht schaffen, da hochzukommen, gibt es ja noch andere tausende Gebäude hier in New York, wo wir fragen können, ob wir einmal ganz kurz hochkurven, den von meinem Video den zu erzählen. Und ihr wisst doch, ich schaffe das doch immer. Leute, ich kann sowas, ich kann Leute gut überreden. Let's go, wir schaffen das. Rein in die Masse. Die Leute, die meine TikToks immer verfolgen, ich habe einfach die Brooklyn Bridge in meinem Zimmer hängen als Bild. Und jetzt bin ich wirklich das erste Mal hier, weil viele immer fragen, jo, warum hast du das Bild da hängen, warst du da schon mal? Ja, jetzt war ich schon mal hier. Hier, wo man legal drauf kann und dann nicht hochklettert, sind wir jetzt gerade bei 45 Metern. Ja. Also ich bin wirklich so verliebt in diese Stadt. Es ist wirklich keine coolere Stadt der Welt, die so crazy Gebäude hat. Das ist wirklich 10 von 10 hier. Ich muss unbedingt hier leben. Allein diese Taxis, schaut euch das mal an. Es ist so New Yorkerisch. Sagt man das? New Yorkerisch? New Yorkerisch? New Yorkerisch. Okay, Leute, bevor wir zum One World Trade Center gehen, werden wir noch einmal ganz kurz ins Hotel gehen. Denn wir sind ja in New York. Wir haben ein Hotel mit einer ziemlich guten Aussicht in einem ziemlich hohen Stock. Heißt, wir können in unser Zimmer gehen, im 22. Stock. Oder wir fragen jetzt an der Rezeption nach, ob wir in den 28. Stock höher gehen können oder sogar noch höher. Schließlich können die uns hier nicht wegschicken, weil wir hier wohnen für die Zeit. Ne? Ich glaube, ich frage mal irgendwelche Leute, die hier wohnen, ob man vielleicht irgendwie vielleicht da hochkommt. Die Leute sind nämlich hier ultra gechillt. Wir haben gestern auch ein Video für mich gedreht. Freunde, könnt ihr sehr gerne abchecken. Ist jetzt auch online. Influencer haben 24 Stunden unser Leben bestimmt. Mit diesem Sunnyboy-Gesicht kann doch keiner Nein sagen. We are YouTuber from Germany and we're doing a challenge. Who gets higher in 2 hours? Is it higher? Yes. Higher with the height. Building? Yes. But is it possible to get in some building on the rooftop? You can maybe try the World Trade Center. But with zero money. No. They want to climb as high as you can go. Okay, wir haben auf jeden Fall gerade schon von den netten Polizisten hier einen Tipp bekommen. Wir können zu The Edge gehen. Da kann man ganz, ganz, ganz nach oben. Das ist sogar noch höher als die Gebäude hier. Aber die meinten, das kostet Geld. Und ich habe gerade eben nachgeschaut und das kostet leider über $25. Wir könnten auf jeden Fall mal tryen, ob die YouTuber-Karte irgendwie zieht, ob wir gucken können, ob die uns vielleicht doch hochlassen. Aber ich würde sagen, bevor wir da hinfahren, tryen wir wirklich mal hier, ob wir vielleicht irgendeinen Einheimischen finden, der uns in seine Wohnung lässt. Mal sehen. Okay, die Mitarbeiterin meinte, wir dürfen jetzt in den 28. Stock fahren. Nicht, dass Levin auch zum One World Trade Center. Oh mein Gott, die Zimmer sehen schon viel krasser aus hier. Wir gucken mal, ob es hier ein Fenster irgendwo gibt. Ein Fenster. Oh, warte mal. Doch, hier geht's höher. Roof Access, okay. Okay, wir sind im 29. Stock. Es gibt einen 29. Stock. Es geht auch noch höher. Stair and Roof Access. Es geht doch richtig hoch, Duke. Es geht doch richtig hoch. Oh mein Gott. Ja, hier ist ein Fenster, hier ist ein Fenster. Roof Access Authorized Personnel Only. Wir sind auf jeden Fall jetzt am höchsten Punkt des ganzen Gebäudes. Da seht ihr das One World Trade Center. Ja, das ist noch ein bisschen höher, aber wir haben es geschafft. Ich würde sagen, weiter geht's runter. Ich hätte mal vorgeschlagen, hier dieses Gebäude, das ist wahrscheinlich ein Wohnhaus. Da ist es ja meistens so, wenn man irgendwie ins Gebäude reinkommt, kann man einfach mit dem Aufzug nach oben fahren. Hier ist es meistens so, da sind Securities direkt immer unten. Vielleicht sind da coole Securities, die sagen, ey, wir unterstützen euch. Alter, hier dampft gerade jemand eine richtige, fette, pure Tüte. Who gets higher in 2 hours?
Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn wir fragen oder wir steppen einfach durch, so wie die Antworten. Hi. Hey, is it possible to get on the rooftop? Oh, no, private building. Schade, oder? Hätte klappen können. Aber mit der Kamera fällt mir echt auf. Wir haben versucht, irgendwie durchzulaufen. Wir wollen ja echt einfach nur kurz hoch den Shot filmen und dann werden wir runtergegangen. Aber wir haben uns leider direkt gecatcht. Sollen wir aber vielleicht nochmal fragen, so mit Challenge und sowas? Kannst du mal fragen. Is it possible to get with you on the rooftop? It's private. Es war leider so, dass die gesagt haben, dass es ein komplett privates Gebäude ist und das können die nicht machen, weil hier Leute wohnen. Aber er hat mir eine Adresse gegeben, die 250 Meter von hier ist, wo er gemeint hat, da gibt es eine Aussichtsplattform und da könnten wir vielleicht hoch. Lass uns das ausprobieren, let's go. Wir wollen natürlich auf das größte Gebäude. Ich habe halt Angst, dass Levin das gleiche macht wie ich und auch versucht, vorne Schützen zu kommen. Wenn es da nicht klappt, dann fahren wir weiter in die City, dann versuchen wir das aufs Empire State Building, weil das ist auch ziemlich hoch und mein absolutes Lieblingsgebäude hier in New York. Oh, Zero Visibility, die sind zu. Heute haben die keine Sicht. Also wir wollen aber auch keine Sicht, wir wollen eigentlich nur hoch. Das können uns richtig in die Karten spielen. Is it possible to go up right now? They're not opening until 3. Oh, okay. Scheiße. Das größte Gebäude in komplett New York können wir vergessen. Und das Problem ist, es öffnet genau dann, wenn die Challenge vorbei ist. Freunde, keiner Fail gewesen. Ich habe vorhin gesagt, who gets higher in 3 hours? Das Problem ist, dass die hier nicht an die Höhe denken, sondern an das High, wenn man Gras raucht. Jedenfalls muss ich sagen, who gets the highest feed in 2 hours und nicht who gets higher, weil sonst denken die, ich meine, mit Gras high werden. One question, we are from Germany, we are YouTuber and doing a challenge, who gets the highest feed in 2 hours? Is it possible to get 1 second on the rooftop and then we go, no? Schade. Johannes hat gerade nochmal angerufen und wir haben jetzt die Challenge ein bisschen geupgradet und zwar addieren wir die Höhen. Also wenn wir in verschiedene Gebäude reinkommen, dann werden die Höhen quasi zusammengerechnet und dann wer insgesamt die höchsten Höhen erreicht hat, der hat gewonnen. Wir haben dann somit schon mal die Brooklyn Bridge, ca. 45 Meter und jetzt gehen wir dann noch hier hoch, was uns der Typ empfohlen hat, wenn das klappt. Und dann, wie gesagt, gibt es noch einen Notfallplan, den ich euch dann am Ende erzählen werde. Wir versuchen das jetzt hier. Ich hoffe, die haben irgendwie ein Restaurant oder eine Bar. Hier riecht wie bei meiner Oma. I have a question to you. I'm filming currently a video for YouTube. I'm a YouTuber. My challenge is to get to the highest point in New York. No? Bye bye. Klapp nicht. Obvious. Spotify. Ich könnte auch aussehen wie so ein Musiker, oder? Sehe ich aus wie ein Musiker? Nee, du bist Influencer. Du hast ein Spotify-Placement. Lügen? Is there any chance to get up to this building? No, in this building. This is not recording, this is not for the public. Okay, wir haben wieder verkackt, Alter. Alle Stricke reißen jetzt. Wir haben bisher nur mein Hotel. Das ist nicht hoch genug. Ich habe jetzt einen anderen Plan. Und zwar habe ich jetzt gegoogelt, das höchste Restaurant in ganz New York befindet sich in einem sehr hohen Gebäude. Das ist aber sehr weit weg von hier. Das ist komplett am anderen Ende der Stadt. Deswegen werden wir schnell einen Uber holen und dann da rein sneaken. Halt irgendwie ein Wasser bestellen, was hoffentlich nicht so teuer sein wird wie 25 Euro und dann direkt wieder runter geht. Zwischendurch muss natürlich auch ein bisschen gegessen werden, deshalb holen wir uns jetzt einen Hotdog hier in einem 7-Eleven. Bisschen Zeit muss sein, ne? Aber okay. Wirklich, so ein Hotdog zwischendurch, der knallt. Haben wir auch gleich viel mehr Energie, dann könnten wir sogar ein Gebäude hochklettern, sage ich dir. Okay, Freunde, wir sind jetzt vor dem Gebäude, was uns der Mann empfohlen hat, der Security Bre. Und ich würde sagen, wir checken mal, ob wir da hoch können. Let's go. One question, we are YouTuber from Germany. And doing a YouTube challenge, who gets the highest feed in 2 hours? It's residential, it's not a hotel. Okay, Freunde, das hat leider nicht gestimmt. Der Mann hat das Fake News gegeben. Hier wohnen Leute und die lassen uns nicht hoch. Er hat uns jetzt hier 3 Hotels gegeben, wo wir mal fragen können. Ich würde sagen, die laufen jetzt alle nacheinander ab. 200 Meter in die Richtung, let's go. Also Leute, das Gebäude sehe ich auch schon hier. Da vorne ist es auch schon. Ein kleines bisschen sieht das sogar aus wie das Tony Stark Gebäude aus Iron Man. Wir gucken mal, wie lange wir brauchen, bis wir da sind. 20 Minuten circa. Passt. Wenn wir dann schnell hochgehen, 10 Minuten, Wasser trinken, wieder runterkommen, haben wir das gesammelt. Okay Leute, der Uber ist jetzt da, der hat gerade schon mal storniert. Wir verlieren gerade extrem viel Zeit, aber ich habe gegoogelt, das Gebäude, wo wir jetzt hingehen, ist 350 Meter hoch. Okay Leute, wir sind angekommen. Hier ist das Gebäude. Okay, es ist riesig. Wir werden jetzt in dem Restaurant einen Tisch reservieren, beziehungsweise der Bar, weil dann können die uns nicht wegschicken. 2 Personen. Scheiße, sind keine Tische frei. Das hier müsste es sein. Also das ist wirklich crazy, wenn wir da hochkommen. Sieht schon wieder so aus, als würden wir uns gleich wegschicken. No, unfortunately. Okay. Only 1 second. We have to. No, ich frage mich in solchen Momenten immer, ob wir dann überfragen sollen oder ob wir einfach so richtig selbstbewusst durchlaufen sollen. Die Leute sind ja auf jeden Fall sehr direkt. Die sagen einmal, es geht nicht. Und dann brauchst du auch nicht nochmal fragen. Können wir nur eine Sekunde hoch? Die sagen nein, es geht nicht und dann geht's auch nicht. Wir probieren das erste Hotel. Das ist leider doch nicht das große Gebäude gewesen, aber es wäre schon mal ein Anfang. Hello.
Is it possible only 1 second to get on the rooftop? Unfortunately not here. The rooftop is only for the penthouse guests. There is a restaurant that's about a 5 minute walk away. Was sagst du? Was ist die bessere Strategie? Sollen wir nochmal in einem Hotel fragen oder direkt zum Restaurant? Weil da sind wir safe wahrscheinlich. Wir könnten hochgehen und ich will das Restaurant jetzt auf Alibi-mäßig was essen. Wir haben ja auch $25 quasi. Ja. Okay. Wieder 16 Minuten laufen. Ich liebe es doch. Genau da, wo wir gekommen sind. Let's go. Fuck, wir sind falsch. Alter, ist das ein Labyrinth hier aber auch, ne? Excuse me, where's the peak restaurant? Level 5. Excuse me. Okay, Fireflies. Okay, von hier aus kommen wir nämlich zu einem Peak Restaurant, aber das ist wahrscheinlich eher mal die Rezeption, oder? Alter, das sieht so richtig nobel auch schon aus. Also, ich bin hier richtig fehl am Platz. Wir machen gar nicht dieses Yo-Yo, wir sagen einfach, we would like to eat something, oder? We would like to eat something. I think we are maybe closed for food right now. And then drinking? We have drinks. Okay, yeah. Thank you. Wir haben es geschafft. Geil, Alter. Are you so good? Hä? Bruder, ich finde das gerade ein bisschen creepy. Wir stehen hier gerade jetzt in irgendeinem Aufzug und wissen nicht, wo wir hinfahren. Das sind 60 Etagen, Bro. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Okay, Alter, what the fuck? Wir werden die Challenge so gewinnen, Leute. Ich hab so Druck auf den Ohren, es geht so hoch gerade. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt im 5-Sterne-Nobel-Restaurant gefühlt gelandet. Wo ein Wasser wahrscheinlich 300 Euro. Ach du Scheiße, Digga, what the fuck? Alter. Oh, wie lang fahren wir? Digga, 60. Stock. Ein Stockwerk ist 2 Meter ungefähr hoch. 120 Meter mindestens, oder? Sind wir hoch jetzt. Oh mein Gott, Bro. Holy shit. Schaut euch mal bitte diese Aussicht an. Wir sind schon übertrieben hoch. Wir sind geisteskrank hoch im 60. Stock. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier irgendwas bestellen, damit wir hier irgendwie Fotos machen dürfen. Cocktails gibt's. Wie viel, was für Cocktails gibt's denn? Die kosten alle unter 25 Euro. Okay, perfekt, dann bestellen wir einfach einen Cocktail und dann verpissen wir uns wieder. Das sind die fancy Cocktails, die wir für die 20 Euro bekommen haben. Ich glaube, das sind die schönsten Cocktails, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Ich probiere ihn. Alter, schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Okay, Leute, dann werde ich euch einfach die Aussicht zeigen. Es ist einfach nur crazy. Alter. Die Aussichtsplattform ist unter uns. Heißt, wir sind schon sehr, sehr weit oben. Ich kann das jetzt mal... Alter, Falter. Das sieht schon wirklich crazy aus. Alter Schwede. Das ist wirklich insane, Leute. Uns wurde jetzt gesagt, dass es 360 Meter hoch ist. Wir haben es umgerechnet, weil jetzt das Feed gesagt hat, weil die haben ja keinen Meter hier. Plus die 100 Meter von unserem Hotel nochmal, sind wir bei 460 Meter. Das ist fast genauso hoch wie das World Trade Center. Ich glaube nicht, dass die ein höheres geschafft haben. Das ganze Gebäude ist 380 Meter hoch und hat 102 Stockwerke. Das heißt, 380 geteilt durch 102, wegen 102 Stockwerken. Das ist so eine grobe Rechnung, dass jedes Stockwerk gleich hoch ist. Dann sind wir bei 3,7 Metern pro Stockwerk. Wir sind im 60. Stock mal 60. Sind wir bei 224 Metern. Alter Schwede, das ist scheiße hoch. Und hier trinken wir jetzt genüsslich eine Cola und gucken, ob wir noch ein Gebäude gleich finden. Auf euch. Wir können sogar noch rausgehen. Für 20 Euro wird das System hier komplett gedreht. Das Ticket kostet normalerweise 45 Euro pro Person. Wer ist das denn so gedremmelt, Alter? Wir machen jetzt das Gewinner-Selfie. Das schicken wir schön an Levin. Für das wollten die 45 Euro haben pro Person. Wir sind hier für 20 Euro und haben noch einen Cocktail bekommen. Heißt, wir haben eigentlich einen Cocktail bekommen und waren for free hier. Also schlauer geht's gar nicht, was wir jetzt gemacht haben. Schlau im Leben. Der Mann ist schlau im Leben. Das waren, glaube ich, die besten $10, die ich in diesen ganzen Urlaub investiert habe. Keine Ahnung, irgendwie wurde ich gerade ein bisschen sentimental und hatte drüber nachgedacht. Einfach der ganze Hustle hat sich gelohnt, einfach jetzt hier in New York zu sein, alles selber erarbeitet. Das ist wirklich crazy, hier Videos drehen zu dürfen für euch, damit ihr das euch zu Hause anschauen könnt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir haben noch die letzte 20 Minuten. Und zwar zu dem Notfallplan, den wir noch auf der Tasche hatten. Und zwar haben wir auch ein Hotel, wo wir zwar im 5. Stock sind, aber wir haben ja die Karte und können somit, denke ich mal, ganz hochfahren. Okay, Freunde, wir sind im 27. Stock. Es gibt aber noch ein Stockwerk. Und da gucken wir jetzt, ob wir da zu Fuß noch hochgehen können. So wie ich das sehe, sind das noch mindestens 5 Stockwerke, die wir laufen können. Oh mein Gott, Bro. Wir sind ganz oben angekommen. Ich bin schon außer Atem. 4 Stockwerke. Wir sind ganz oben. 31. Stock. Hier könnt ihr raussehen, das ist einfach das Dach von unserem Hotel. Wir haben nur ein bisschen Angst, das hier aufzumachen, wenn der Alarm angeht oder so. Das wäre gar nicht geil. Wir fragen unten, wie hoch das ganze Hotel ist, das ganze Gebäude. Und das rechnen wir nach oben drauf. Und ich glaube, damit haben wir den Win geholt.
Okay, Levin, wir sind am Times Square angekommen. Ich möchte mal jetzt gerne wissen. Ja? Wie war's? Also, wir wurden sehr viel weggeschickt. Ich glaube, wir haben 10 Körper kassiert. Was? So krass war der im Grind. Ja, wir waren in jedem Gebäude, sind wir von Gebäude zu Gebäude. Dann hat der uns da hingeschickt, probiert es da, dann sind wir von da nach da. Dann haben wir gefragt, welches ist das Gebäude. Dann hat er uns da hingeschickt, im Hotel gewesen, überall. Und wir haben es letztendlich auf 3 Gebäude geschafft. Wir waren auf 2. Eins davon war unser Hotel. Okay. Aber da konnten wir auch hochgehen, weil wir hatten die Karte. Wir waren ganz oben auf dem Dach bei dem. Wir auch. Hotel. Ja. Auf dem Rooftop oben. Scheiße. 3, 2, 1. Oh, ja! Okay, Levi, mein Lieber, du hast verloren. Wo ist mein Steak? Wo ist mein Steak? Kann ich mir ein Steak erst noch aussuchen? Wir gehen dahin, wo wir waren. Da haben wir Tisch reserviert. Okay, das ist auf deinen Nacken dann. Dein Gewinn. Lasst euch mal ein Like und Abo da für dieses geile Video. Schaut auch bei Levin, ist richtig geil. New York Videos vorbei, die sind richtig, richtig wild geworden. Da haben wir uns auch richtig Mühe gegeben. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Au!